Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, zuallererst natürlich vielen Dank auf jeden Fall an jeden, der gestern mit dem Livestream dabei war. War ein sehr, sehr geiler Livestream, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir konnten sehr viel machen, wir haben viel geöffnet, wir haben viel abgeholt, viele Spieler auch gezogen. So richtig Packluck war da jetzt nicht dabei, aber dafür wurde viel abgeholt. Ihr seht, 128er Team, was hat es damit auf sich? Dazu wird es ein Video morgen geben. Also was sich da entwickelt hat und was eben auch noch dann morgen passiert, denn es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da kommt nämlich auch noch was dazu. Das seht ihr auch am schönen Kreis beim Markt da unten. Das werdet ihr alles morgen sehen. Und deswegen, ganz klare Sache, werden wir das alles morgen machen. Und heute wollen wir trotzdem schon mal natürlich noch reingehen und ganz klar nochmal anschauen, was eben so gestern passiert ist. Und natürlich nochmal vielleicht selbst noch ein bisschen was öffnen, ist ja klar. Denn wir wollen ja hier auch nochmal ein bisschen was mit dabei haben. Das wäre dann natürlich eine super Sache hier. Total super Sache. Also gut, das hier fehlt mir noch. Aber ich habe eben gestern ordentlich was ausgegeben. Und da wurde eben auch das eine oder andere eben auch rausgehauen. Das aktuelle Mittelfeldspieler-Boost-Teil da ist nichts für mich, finde ich. Also das finde ich jetzt nicht so geil, deswegen hole ich mir das auch nicht. Aber eben Gems, 1000 Stück, let's go, nehmen wir mit. Ey, das ist so geil, dass man so viele Gems in diesem Event bekommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und Bonuspunkte, ich gehe jetzt nächstes hier auch auf Bonuspunkte. Habe ich mir auch gestern gesagt, hier, zack, geh mal rein in die Bonuspunkte, jawohl. Wochenendrang. Da sieht es nämlich jetzt auch sehr, sehr interessant aus. Da muss ich nämlich noch warten und ich habe nämlich jetzt auch klare Sache. Ich weiß nämlich jetzt auch, wie das alles so funktioniert. Also immerhin etwas, ne? Also ganz klare Sache. Und da habe ich auch beim letzten Mal, also ich kann euch nur kurz sagen, ich habe einen 102er und einen 101er gezogen. 101 ist ganz geil aus 98 Plus, aber ein 102er bei 102 Plus ist natürlich nicht geil. Hier habe ich auch viel geöffnet, viel reingegangen, viel Zeug gezogen, aber eben nichts Geiles im Endeffekt. Ich glaube, das Beste waren 98er oder so. Wir können jetzt nochmal hier was öffnen. Komm, wir gehen einfach mal rein, zwei Stück, zwei Packs auf einmal. Wir gehen rein, direkt Walkout Kappa. Wir gehen einfach mal rein, let's go, was ziehen wir? Ach, ne, nichts. Nichts, 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 okay. Skill Boost, und zwar nicht mal gutes Skill Boost, sondern einfach nur Skill Boost. Ja, sonst, achso, stimmt, ja, Quest kann ich euch auch noch zeigen. Habe ich jetzt auch noch ein bisschen was zum Abrufen hier. Let's go. Oh, schön, der Wochenendbonus. Sehr, nee, Wochenquestpack, Bonus da, wie auch immer, nicht Wochenende, aber Wochenquestbonus, sehr, sehr geil, habe ich jetzt auch geschafft. Sehr, sehr gut. Und das heißt, hier muss ich noch spielen, hier schieße ich noch ein paar Tore und dann kriege ich das Ganze auch noch hin. Auch hier habe ich alles schon abgerufen und eben im Star Pass gab es auch 100 Plus Packs und so. Habe ich aber eigentlich leider nur Schmutz gezogen, tatsächlich. Wir können mal hier reingehen, komm. 15 mal 70 plus, Leute. 15 mal 70 plus ziehen wir was Gutes? Nein. Nein, 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 was haben wir noch drin? Haben wir irgendwas Gutes drin? 6 und 78 Matcher. Ode Paul und 87er Fabinho. Immerhin, ne? Immerhin, na gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist gebongt, aber geht natürlich besser, ist ja klar. Geht besser, ist klar, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Umtausch, gestern auch drei Packs geöffnet. Das Beste, was ich gezogen habe, waren 203er. Einmal Kamada und einmal der Ehrenbruder Stones, genau. Stones war nämlich auch mit dabei. Stones auch mit schön geholt. Lassen sich leider beide nicht ganz so verkaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Ich kann euch das Ganze mal zeigen hier. Meine Aufträge, da stehen die noch mit drauf. Ich hoffe, ich leak jetzt nicht hier zu viel, was nämlich auch noch mit drauf steht. Genau, also hier Stones, zack, ist mit drauf und auch Kamada, genau. Und auch Kamada sind hier mit drauf und noch ganz viele andere, die einfach nicht rausgehen. Aber Stones wurde gesagt, sollte so irgendwann so demnächst mal rausgehen. Stones sollte irgendwie demnächst mal rausgehen und Kamada wahrscheinlich nicht, aber ja, naja, wollen wir mal schauen, was jetzt hier noch so demnächst passiert. Paredes und so, alles 999 plus, ey. Die werden nicht rausgehen. Naja, schauen wir mal, was noch so alles hier so vonstatten geht. Aber das ist erstmal so das, was eben so ansteht. Okay,
Genau, das haben wir gemacht. Wir sind im Shop gewesen. Wir haben dort hier, ich habe hier auch noch des Weiteren irrsinnig viel geöffnet. Genau, und habe da ordentlich hier von diesen Packs mir Zeug geholt. Ich habe über 10.000 Gems gehabt. Also ich habe da so viel reingeballert und rausgeholt. Ja, das Beste, was ich aber hier rausbekommen habe, waren 450 Token. Also jetzt eher nicht so viel tatsächlich. Leider Gottes. Aber hier raus, das habe ich jetzt auch im Stream erzählt, aber am Sonntag habe ich einfach mal so hier so ein Pack davon geöffnet, habe 11.500 Bonuspunkte bekommen. Absolut geil. Absolut geil, also das war wirklich perfekt einfach nur noch. Und da kann ich mal kurz zeigen, natürlich habe ich auch die Bonuspunkte dann gestern im Stream alle rausgeballert. Es hat genau gepasst einfach. Muss man einfach mal auch dazu sagen, absolut geil. Hier, da bin ich nämlich jetzt ordentlich auch weit, also ich bin da wirklich ziemlich gut vorangekommen und habe nämlich auch hier Van Persie abgeholt, ins Team gestellt. Wer nicht warten kann bis morgen, kann auch gerne mal im Stream nachschauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Aber hier ist er auf jeden Fall mit dabei. Van Persie abgeholt. Sehr, sehr geil. Kostet zwar gar nichts mehr irgendwie, habe ich gehört. Ja, 24, na gut. Ja, aber er ist jetzt eben bei mir im Team, genau. Als nächstes habe ich auch Bock auf einen Zidane. Aber naja, eigentlich will ich ja auch insgesamt noch einen Ashley Cole haben. Deswegen wird hier auch noch gut rein investiert in das Ganze hier, in Mané und auch in De Ligt. Also, sollte irgendwie gehen, hoffentlich. Schauen wir mal. Ziel ist es halt wirklich, dass ich hier noch dazu irgendwie komme. Also, ich habe 193.000, ich brauche 475.000. Eieiei, das ist noch ein bisschen was. Aber hoffen auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz klar hier. Eieiei, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was hier los ist. Und was hier noch ansteht. Ich kann noch die letzten Packs öffnen, die noch da sind, die ich noch nicht geöffnet habe hier. Bonuspunkte, komm, vielleicht ziehen wir nochmal einen schönen Spieler, das wäre auch ganz geil jetzt hier. Oder nochmal die Gems, die würde ich natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen. Ganz klare Sache. Oder die Skillboosts und Dembele, na gut, interessant. Aber es sind die falschen Skillboosts gewesen. Sind nicht die, die ich haben wollte. Komm, kriegt man jetzt nochmal einen guten Bonus, wenigstens jetzt. Nein. Oh, doch, Gems, na gut, immerhin. Gems nehme ich mit, Gems sind immer gut, Gems werden gespart. Und von Gems bekomme ich auch viele, das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ja, mal gucken, was man damit noch so Schönes machen kann. Aber ich hätte schon irgendwie Bock hier auch auf das ein oder andere Pack. Aber wenn man mal sowas hier sieht, 17.500. Eieiei. Aber da kann halt so viel Schmutz auch drin sein. Also das muss man natürlich auch sagen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was noch so passiert, Leute. Morgen geiles Video zum Team-Upgrade. Also schaltet gerne ein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.